Gut, dann begrüßen wir euch und Sie ganz, ganz herzlich zu der diesjährigen Ausgabe Jugend hackt Frankfurt am Main. Wir freuen uns riesig, dass so, so viele Leute hier sind, dass unsere Stühle nicht reichen. Das ist eigentlich das Beste, das uns passieren kann. Und wir sind total glücklich, dass ihr alle da seid und die Jugendlichen anfeuern wollt und gucken wollt, was so Wunderbares dieses Wochenende passiert ist. Genau, Jugend hackt Frankfurt dieses Jahr. Man würde es kaum glauben, aber es waren dann doch nur 39 Teilnehmende. Hier sieht es jetzt irgendwie fast aus, als wären die Eltern von 150 da. Aber es waren 39 wunderbare Teilnehmende und wie wunderbar sie waren. Und die Projekte haben wir auch ganz viele Lobeslieder im Nachhinein. Dann hatten wir Unterstützung von 19 ehrenamtlichen MentorInnen, die das Wochenende erst möglich gemacht haben und ihre freie Zeit hierfür gesponsert haben sozusagen. Und dann hatten wir 14 Leute im Orga-Team und HelferInnen, die irgendwie das Ganze außenrum in der Küche gestanden haben. Also einfach sehr, sehr viele Leute waren wir hier dieses Wochenende. Genau, ein bisschen über 70 Leute. Kannst du weitermachen? Genau, dann hatten wir auch noch so ein paar Events im Event. Wir hatten zum Beispiel gestern hatten wir 6 verschiedene Lightning Talks zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel auch zu Ziegen. Dann wurden ungefähr 200 Flaschen Mate getrunken. Wir hatten auch sehr leckere andere Limo für die Jugendlichen, die nicht so Koffein gewöhnt sind vielleicht. Und insgesamt sind 6 wunderbare Projekte entstanden, auf die wir uns super, super freuen, die jetzt präsentieren zu können. Nur noch mal als Anmerkung, es soll hier irgendwie ein sehr froher Ort sein und wir begrüßen alle Projekte und auch einfach noch einmal als Reminder, dass man bei den Projekten immer positiv und positives Feedback geben soll. Und ich glaube, es ist ja eigentlich auch sehr klar. Ich wollte es nur noch einmal wiederholen. Und dann geht es schon weiter und ich übergebe einmal an Elli. Wir haben uns gar nicht vorgestellt. Wir haben uns nicht vorgestellt, aber das können wir jetzt noch schnell machen, vielleicht bei der nächsten Slide. Genau. Sie sehen hier einmal, oder ihr seht hier einmal, ich fange jetzt mal hier mit Duzen an, ein Bild vom Kernteam von Digitale Welten und dem Nordforum. Dieser schöne Banner, der da steht, gehört auch zu uns. Ich bin Elena, das ist Liv. Wir haben das hier so mit dem Haupthut organisiert, dass hier überhaupt alles zustande gekommen ist und dann natürlich mit der Hilfe von den vielen helfenden Händen umgesetzt. Genau, wir von Digitale Welten. Vielen Dank. Dankeschön. Wir von Digitale Welten, wir machen nicht nur Jugend hackt in Frankfurt, wir machen auch ganz viele andere Sachen für Jugendliche und Kinder in Hessen und machen zum Beispiel Jugend hackt einmal im Jahr. Wir machen aber auch das Digitale Welten Festival einmal im Jahr. Das kommt dann im Oktober, dazu aber später mehr. Und dann machen wir auch viele kleine Sachen, oft in Jugendhäusern, wo wir dann so Tagesworkshops machen oder anderes. Also gerne immer mal auf unserer Online-Präsenz nachschauen, digitalewelten.org. Da gibt es immer die aktuellen News, was man alles so machen kann. Genau. Und das ist das ganze Team. Und da sagen wir aber später auch nochmal Danke mit Namen. Das sind unsere Sponsoren, die werden jetzt von Friederike von Franke einmal auch vorgestellt, die uns auch unterstützt hat. Herzlich willkommen. Ja, hi, mein Name ist Friederike von Franke. Ich bin Mitglied der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt. Ich bin im Digitalausschuss, aber das ist gar nicht der Grund, warum ich so interessiert bin. Ich finde einfach Jugend hackt von Anfang an schon so richtig toll und freue mich total, dass wir so privilegiert sind, hier in Frankfurt eine Jugend hackt Veranstaltung zu haben. Denn, wie ihr vielleicht wisst, ist das eine Veranstaltung, die die Open Knowledge Foundation zusammen mit Mediale Pfade vor einigen Jahren erfunden hat, die bundesweit durchgeführt wird an vielen Orten in der Bundesrepublik und Gott sei Dank hat auch Frankfurt eine Jugend-Hackt-Veranstaltung dank Node und Digitale Welten, muss man sagen. Node ist sozusagen die Durchführungsorganisation hier vor Ort. Und wir konnten ein bisschen als Stadt unterstützen. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht aus, denn an dem Gelingen dieses Projektes sind wahnsinnig viele Leute beteiligt.
natürlich irgendwie das Jugend- und Sozialamt, aber auch, dass man hier an diesem wunderbaren Ort sein kann, das Jugendhaus Riedberg. Herzlichen Dank. Dann haben wir die Firma Denik und der liebe Paul muss hier irgendwo anwesend sein. Paul, kannst du mal kurz hier... der kommt immer mit Sponsoring um die Ecke und unterstützt so ein bisschen, hat schöne Merch dabei und Anerkennung, das Medienzentrum Frankfurt hat Teile des Equipments, das hier benutzt worden ist, zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr euch sowieso merken, auch an euren Schulen jeweils. Das Medienzentrum Frankfurt ist dafür da, dass coole Koffer und hier Virtual Reality Brillen zum Beispiel ausgeliehen werden können für den Unterricht, aber auch für andere witzige Sachen, wenn ihr mal eine AG gründen wollt oder so. Also die sind da offen. Dann ist noch die Firma Meso dabei, die hier bei dem ganzen Verdrahten und IT-Support unterstützt hat. Herzlichen Dank auch an die Firma Meso. Und ich muss natürlich auch sagen, weil eigentlich der Hauptdank von allem ist eurem unglaublichen Mut und Engagement zu verdanken, nämlich euch, den Teilnehmern und euch lieben Eltern. Ihr habt eure Kinder hierher geschickt mit dem Risiko, dass sie mit Mathe-Kollaps wieder nach Hause kommen und danach nur noch von irgendwelchen Programmierprojekten sprechen. Also herzlichen Dank auch an euch. Ich glaube, ohne ein engagiertes Team, ohne tolle Teilnehmer, ich bin auch ohne tolle Projekte, also ich komme mir immer wie Weihnachten vor, ich war letztes Mal schon da und ich freue mich jetzt gleich drauf, was wir jetzt alles an tollen Projekten hören werden. Ohne das würde das hier nicht stattfinden und man darf ja auch nicht vergessen, in den heutigen Zeiten sind solche Veranstaltungen auch immer ein guter Ort, um zu lernen, wie man mit fremden Menschen gut kollaborieren kann und zusammenarbeiten kann und wie Menschen über 3 Tage zu Bekannten und vielleicht sogar auch zu Freunden werden können und wie man zusammen in sehr kurzer Zeit viele tolle Sachen auf die Beine stellen kann, was man alleine überhaupt nicht hingekriegt hätte. Mit Unterstützung von verschiedenen alten Personen, die hier auf Augenhöhe zusammenarbeiten konnten. Und deswegen finde ich dieses Projekt so stark, denn es ist eine wunderbare Ergänzung auch zum normalen Schulalltag, zur VHS oder auch zum, was wir jetzt neu haben, zum Tumolab, das im Nordwestzentrum entstanden ist. Ich glaube, solche Sachen sind hier unbezahlbar, um verschiedentliche Erfahrungen zu sagen, machen, nämlich nicht nur digitale Erfahrungen, aber natürlich wissen wir, dass Digitalität in der Zukunft immer wichtiger wird und dass Kreativität und Kollaboration in der Zukunft immer wichtiger werden. Und dafür freue ich mich schon so, weil wir alle haben mal wieder einen großen Schritt in diese Richtung gemacht und ich hoffe, dass die Stadt Frankfurt auch weiterhin dabei ist, um dieses unschätzbare Projekt auch weiter zu fördern. Herzlichen Dank. Und ich möchte noch 3 Leute namentlich erwähnen, die ich eben so rübergehüpft bin. Ich möchte gerne nochmal den Notverein erwähnen. Jeanne Vogt darf auch mal kurz winken. Sie ist die Vorständin und hier und hat sich mit enormem Einsatz, steht da hinten, für das Projekt eingesetzt. Dann haben wir noch die Projektleitung hier, Elena Schweikert und Lief Mertens. Herzlichen Dank auch an euch. Ohne euch hätte das nicht stattgefunden. Und an das ganze Team da hinten und hier. Also, ihr habt das alles ganz toll gemacht und ich bin sehr demütig vor dem, was ihr hier geleistet habt. Also herzlichen Dank. Bitte macht's weiter. Ganz, ganz lieben Dank für die netten Worte. So, und vielen Dank für die lieben Worte. Sie kommen ja aus dem Römer raus gerade und wenn ich an Stadt denke und Bürokratie dort, dann denke ich manchmal auch an vielleicht nicht ganz so gut bewässerte Grünpflanzen und deswegen heiße ich jetzt die nächste Gruppe oder die erste Gruppe, die hier eröffnen darf, herzlich willkommen, die hat dafür nämlich eine Lösung parat. Kommt gerne auf die Bühne, Egor, Joscha, Leno und Leo. Ja.
Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem Projekt Found Your Brand. Wer sind wir? Wir sind Igor, Leo, Joscha und ich, Leno. Wer kennt's nicht? Ihr fahrt in den Urlaub und habt zu Hause Pflanzen. Was passiert? Eure Pflanzen sterben ab. Also haben wir uns gedacht, dass wir ein Bewässerungssystem bauen. Genau, wir wollten damit das Problem lösen, dass herkömmliche Bewässerung nicht optimal ist. Außerdem führt es zu Ressourcenverschwendung und manuelle Bewässerung ist sehr arbeitsintensiv. Hallo, hallo. Warum eigentlich Find Your Plant? Es ist eine automatischer Bewässerungsautomat und er reduziert den Wasserverbrauch, da die Pflanzen immer nur so viel Wasser verbrauchen, wie sie wirklich halt brauchen und nichts irgendwie unten wieder rauskommt. Es ist auch gut für die Pflanzengesundheit, weil Pflanzen nicht übergossen werden und es halt nie dauerhaft zu viel Wasser kommt oder dass die Wurzeln zu viel Wasser bekommen. Und es spart Zeit, weil du musst halt nicht immer die Pflanzen gießen, sondern es passiert alles vollautomatisch. Es ist auch gut für Nachhaltigkeit und es macht Landwirtschaft und so zugänglich für alle Altersgruppen, weil man sich nicht mehr so viel damit auseinandersetzen muss. Nun zeigen wir die Hardware. Wir bräuchten jetzt die GoPro, dass man es hier auch an der Ding sieht. Genau. Ja, genau. Das hier ist die Hardware. Das heißt, damit wird die Pflanze... Du musst die Kamera draufhalten. Das heißt, damit wird praktisch gegossen. Das hier, das steckt man in die Erde. Das misst die Feuchtigkeit der Erde und dadurch kann dann gegossen werden, wenn das Gerät praktisch merkt, oder es hat zu wenig Wasser. Das hier, das misst, wie viel Wasser noch im Tank ist und wie viel es noch zu verbrauchen gibt. Genau, hier, das sieht man jetzt schlecht, komm mal ran, das da unten, na, das mit dem QR-Code drauf, das ist die Pumpe, hier die beiden Schläuche, womit halt gegossen wird, logischerweise. Jetzt können wir das hier mal aufbauen und das Ihnen zeigen. Also der blaue Becher simuliert jetzt den Blumentopf und der grüne ist der Wassertank. Genau, und jetzt beginnt es hier schon zu laufen. Genau, hier, jetzt. Tatsächlich, jetzt ist es wieder feuchter hier unten und jetzt steht hier, halt's mal drauf, alles Bongo. Also die Pflanze ist wieder feucht genug. Wie funktioniert es eigentlich? Zuerst checkt das System hier, ob überhaupt noch Wasser im Vorrat ist. Wenn nein, dann gibt es eine Warnung, man soll das Wasser nachfüllen. Wenn ja, dann wird als nächstes gecheckt, ist der Boden denn überhaupt nicht feucht und man muss gießen. Also wenn der Boden nicht feucht ist, dann macht er die Pumpe an und macht den Boden halt feucht, solange bis der Boden wieder feucht ist und alles gut ist. Jetzt hier den QR-Code könnt ihr scannen. Also das führt zu unserer Website. Lass ihn noch mal ein bisschen dran. Da sind noch ein paar. Ja. Also hier sieht man die App. Wir haben hier eine große Datenbank mit verschiedenen Pflanzen. Die sind eingeteilt in Pflegeaufwand einfach, mittel und eine sogar noch hoch. Es ist nur eine hoch, weil wenn du halt diese App brauchst, bist du wahrscheinlich noch ein Anfänger bei sich um Pflanzen kümmern und willst deshalb wahrscheinlich noch keine schwere, aber eine haben wir trotzdem gemacht. Genau, hier steht schon, wähle deine Pflanze. Du kannst jetzt auf eine Pflanze klicken und dann bekommst du alle Informationen zu der. In dem Fall jetzt Büschelmoos, da steht dann der lateinische Name danach, wie oft die gegossen werden muss, Lichtbedarf, eine Beschreibung, Pflegeaufwand, in dem Fall niedrig.
Und noch Pflegehinweise, wenn zum Beispiel was besonders beachtet werden muss beim Pflegen. Und wir haben noch ein kleines Easter Egg versteckt. Hat schon jemand von euch gefunden? Wahrscheinlich noch nicht. Ja, okay, dann, also wenn man hier oben... oben ist dann auch noch so ein Erklärvideo zu den Drachenfrüchten, weil da was besonders beachtet werden muss. Aber oben links, wenn man da auf dieses Icon drückt, dann kommt man hierhin, also von Profis empfohlen. Genau. Und jetzt machen wir weiter mit der Präsentation. Als nächstes kommt, was wir in der Zukunft noch adden wollen. Also wir wollen auf jeden Fall zu jeder Pflanze ein Foto hinzufügen, dass man halt weiß, wie die Pflanze, die man haben will, aussieht. Wir wollen eventuell, wie jetzt schon bei der Drachenfrucht, aber noch mehr Videos machen, falls was wirklich Besonderes beachtet werden muss. Wir wollen noch mehr Easter Eggs einbauen und wir wollen Filteroptionen hinzufügen, dass man einfacher zu seinen Pflanzen kommt, die man will. Genau, jetzt haben wir noch Fazit. Hier kann man all unsere Fazits zählen und jetzt erzählt euch, wird euch noch erzählt. genau. Also der Fazit 2 ist, dass wir ziemlich viel gelernt haben in diesem Projekt, dass wir noch das gebrauchen, später vielleicht, und es noch lange uns begleiten wird. Genau, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch viele Dinge gelernt. Es wird mich auch noch sehr lange begleiten und ich fand es einfach eine coole Gruppe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön, neue Leute kennenzulernen. Generell war ich in einer sehr coolen Gruppe. Ja. Ciao. Vielen Dank, das war's. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ja. Vielen Dank. Tschüss, danke fürs Zuhören. Noch nicht wegrennen, bitte. Ich habe doch noch was, ein bisschen was für euch vorbereitet. Kann man meinen Bildschirm auch wiedersehen? Oh, wunderbar. Seht ihr nämlich noch einmal? Igor, Joscha, Leno und Leo. Ich finde, ihr wart immer eine sehr lustige Gruppe. Ich habe euch immer da hinten gesehen, am Hardware-Tisch. Und ihr wirktet einfach immer sehr... sehr entspannt. Und man glaubt euch das auch wirklich. Wir haben das nicht vorher natürlich nicht gesagt, dass sie sagen sollen, wie toll es ist. Haben wir wirklich nicht. Ihr habt ja mit Hardware gearbeitet. Gab es da irgendwelche besonderen Schwierigkeiten, die vielleicht die anderen Gruppen gar nicht mitbekommen haben? Ja, vor allem gegen Ende heute noch. Da hat dann was bei der Hardware nicht funktioniert. Also hier, das hat nicht mehr gepumpt und alles. Und das hat die ganze Zeit hier geflackert. Also tatsächlich, sobald der Akku alt war, hat es einfach die ganze Zeit an und aus. Ja, das war noch so eine der größten Schwierigkeiten. Sonst ging es eigentlich so von der Schwierigkeit her. Ja, Leno hat mir noch das Löten beigebracht. Oh, das ist ja auch super. Ja. Genau, wir hatten auch ganz viel Hardware hier. Danke nochmal an Gregor vom Kids Lab Augsburg, der wirklich mit einem VW-Bus voller Hardware und Lego und Bastelkram hierher gekommen ist. Ist wirklich super. Vielen Dank, Gregor, nochmal an dich. Und du hast ja auch das Projekt tatkräftig unterstützt. Ich habe noch eine letzte Frage an euch. Habt ihr eine Lieblingspflanze von denen, die ihr da habt? Und welche hat den lustigsten offiziellen Namen? Gibt es eine, die euch aufgefallen ist, die so richtig lustig klingt? Drachenfrucht. Drachenfrucht findet ihr lustig? Ja, also Drachenfrucht ist so unsere Gruppenlieblingspflanze. Und ich habe da ein bisschen durchgescrollt und gesehen, es gibt eine, die heißt Affenbrotbaumpflanze. Also die gab es auch mehrere verschiedene Arten davon und die klingt relativ lustig. Super, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr euch getraut habt, als erstes zu präsentieren. Schön, dass ihr da wart. Genau, und während jetzt die Gruppe eigentlich noch ihre Hardware abbaut und die nächste Gruppe schon aufbauen kann, erzähle ich euch, liebes Publikum, noch ein bisschen was über Jugend Hackt. Was ich aber vorher noch sagen wollte, was mir gerade noch ganz spontan ins Ohr geflüstert wurde von Friederike van Fro... Ihr dürft schon nach vorne kommen.
von Frankie, ist, dass die Stadt Frankfurt auch ganz neu ein Projekt startet, das auch noch groß angekündigt wird. Mini-Beete, wo man der Stadt sagen kann, ich hätte gerne dort ein Beet, da ist mir zu viel Asphalt und ich kümmere mich drum, aber bitte macht mir ein Beet hin. Und sie hat gesagt, ihr könnt euch ja vielleicht mal austauschen, ob man nicht euer Projekt euch auch ein kleines Beet geben kann, das ihr mit eurem bewässern könnt. Das wäre ja wirklich super cool. Könnt ihr vielleicht am Ende nochmal drüber quatschen. Genau. Und dann dachte ich, ich erkläre euch jetzt einfach nochmal, was Jugendhackt ist. Ich hoffe, viele wissen es schon. Manche denken aber auch so, wo habe ich mein Kind jetzt eigentlich hingeschickt? Jugendhackt ist ein gemeinnütziges Deutschland und Schweiz und manchmal auch österreichweites Förderprogramm für programmierbegeisterte Menschen. Da steht mit Absicht programmierbegeistert. Das muss gar nicht sein, die verrücktesten Programmierkenntnisse, sondern einfach hat Lust, sich kritisch mit Sachen auseinanderzusetzen, hat Motivation, Sachen auseinanderzubauen, mal zu überlegen, wie Sachen funktionieren. Und das ist eigentlich das, was Programmieren ist. Und das ist das, was wir hier supporten. Und das kann Basteln sein, das kann ganz, ganz viele verschiedene Variationen gibt es von Programmieren, die wir hier unterstützen. Genau, Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren. Wir hatten dieses Jahr vor allem viele Jüngere, viel so 12, 13, 14, dann nochmal so eine größere 17-jährige Gruppe. Aber es hat total gut funktioniert und besonders freuen wir uns immer über Anmeldungen von Menschen, die noch unterrepräsentiert sind in der großen Technikwelt. Wenn man oft in so große Konzerne reingeht, dann wundert man sich, dass irgendwie immer nur so Leute, die dann vielleicht aussehen wie mein Vater, alles immer so Männer Mitte 50. Und hier freuen wir uns, dass wir ganz, ganz viele Jugendliche haben, dass wir ganz viele Mädchen haben und dass wir einfach eine ganz, ganz bunte Gruppe haben, die alle wunderbare Fähigkeiten mitbringen und sich gegenseitig super gut ergänzen. Und wir sind super glücklich, dass wir es geschafft haben, so viele verschiedene Leute zu erreichen. Und unser Motto ist, mit Code die Welt zu verbessern und wir ermutigen junge Talente, genau das zu tun. Hier sieht man, wo die ganzen Events noch dieses Jahr stattfinden. Es gibt allerdings auch die Labs, wo es immer so eintägige kleine Workshops gibt. Vielleicht hat schon mal jemand vom Jugendhackt Lab in Offenbach gehört oder schon mal seine Kinder hingeschickt. Wenn nicht, ist das jetzt der Zeitpunkt. Die machen super coole Projekte. So immer so ein bisschen wie Jugendhackt, nur im 3-Stunden-Format und es gibt Workshops. Und genau, das nächste ist Offenbach. Alle anderen sind dann doch ein bisschen weiter weg. Aber da würde ich mir vielleicht wünschen, dass da ein paar auch hingehen und ein bisschen den Jugendhackt-Spirit auch da aufleben lassen. Genau, ich hatte ja gerade schon gesagt, wo es die Jugendhackt-Events gibt. Nachher sage ich auch mal, wann man sich schon anmelden kann. Aber das hier muss nicht das einzige Jugendhackt-Event sein dieses Jahr. Es gibt auch Leute, die gehen auf alle 8 oder alle 10, je nach Jahr. Und genau, in der Schweiz gibt es auch eins. Am ersten Tag haben wir, so sieht immer so ein Event aus, so ein Wochenende. Und man sieht, es ist ganz schön vollgepackt. Also wahrscheinlich werden eure und ihre Kinder heute Abend alle total müde ins Bett fallen. Am ersten Tag haben wir Brainstorming gemacht. Und das ist, wo immer die wichtigsten Ideen rauskommen. Und da gab es auch eine Gruppe, die hat sich mit einem total wichtigen Thema beschäftigt, im Themenraum es gibt keinen Planeten B und es ist die größte Gruppe, die ich jemals bei Jugendhackt gesehen habe. Ich glaube, es sind fast 10 Leute und ich finde es total gut, dass wir Jugendliche haben, die sich so für dieses Thema interessieren. Und ihr Thema ist, wie man Städte sauberer machen kann. Deshalb bitte ich jetzt auf die Bühne die Gruppe Mülli 3000 und Danny, Finn, Georg, Hendrik, Jonas, Max, Ursula, Sophia und Till. Hallo, ich heiße Ursula und er ist Jonas. Herzlich willkommen zu unserer Präsentation Mülli 3000. Zuerst, wir fangen ein bisschen warte, oh, bitte. okay. Zuerst, wir fangen mit Obersicht, Nutzen, Müll erkennen und Fahrzeug. Für was hilft unser Roboter? Kannst du, Jonas, beantworten? Also unser Roboter sollte einmal helfen, quasi den Müll, der schon existiert, quasi aufzusammeln. Weil wenn wir den alles selbst aufsammeln müssten, müsste man ziemlich lange sammeln. Und er animiert quasi auch den Müll aufzusammeln in der Freizeit und auch den Müll quasi zu vermeiden.
Dankeschön. Und jetzt, wir kommen zum Part 1. Kommen bitte alle Softwaregruppe nach vorne. Könnt ihr bitte etwas erzählen? Was haben damit gemacht? Was ist? Was funktioniert? Wie funktioniert es? Ja, also wir sind eigentlich nicht so richtig ganz eine Softwaregruppe. Also wir hatten quasi zwei Gruppenteile. Wir haben uns hier mit dem Teil beschäftigt, zum Raspi. Und der war quasi dafür da, zu erkennen, wo Müll ist, damit hier der Teil des Ganzen dann dahin fahren kann und um den Müll einzusammeln. Können wir den vielleicht hier hinstellen oder so? ja, also wir hatten zwei verschiedene Ansätze, wie wir quasi Müll erkennen wollten. Wir haben damit angefangen, mit einem KI-Modell, was wir aus dem Internet im Internet gefunden haben, Open Source, was quasi darauf trainiert ist, halt Müll zu erkennen. ja, das hat leider nicht so richtig funktioniert und letztendlich hat es ganz viel als Müll erkannt, aber den Müll nicht so richtig und so weiter. Und dann sind wir jetzt noch so ein bisschen umgeschwungen und haben quasi uns das ein bisschen einfacher gemacht, indem wir gesagt haben, alles, was rot ist, ist Müll. Und es ist quasi so bisher unser Zwischenergebnis und Zwischenziel. Ja, also wir haben zur Programmierung einen Raspberry Pi benutzt. Da dran ist eine kleine Kamera, die das erkennen kann. Und wir haben so programmiert, dass jeder 10. Pixel die Farbe gelesen wird, weil jeder Pixel wäre ein bisschen aufwendig und würde zu viel Rechenleistung verbrauchen. Dann haben wir die ganzen Pixel gezählt, die rot waren und dann am Ende ausgegeben, wenn so viele Pixel rot sind, dass dann ausgegeben wird, dass Müll erkannt wurde. Vielen Dankeschön. Und danach bitte kommen Gruppe... Entschuldigung. Jetzt ist Part B, bitte kommen alle Hardware-Gruppe hier. Fahrzeug. Sophia, kannst du vielleicht wieder sagen etwas über das Bild? Also, wir haben unser Auto, halt die Räder von der Mühle 3000, haben wir so zuerst mit dem Calliope hier, mit dem Calliope Mini gearbeitet. Das ist so ein kleiner Mini-Computer. Hier ist der Calliope Mini. Leider ging irgendwas schief mit dem Kabel. Wir könnten es nicht reparieren, deswegen haben wir das jetzt auf dem Arduino Uno, was hier gerade in der Box ist. Ja. Wie ihr seht, das sind hier gerade zwei Motoren und zwei Räder, die zu diesen Motoren befestigt sind. Das sind halt die Räder, damit es fährt. Es sind ja nur zwei Räder, damit es halt auch einfacher zu fahren ist. Und das dritte Rad, das ist diese Kugel, die einfach halt sozusagen das dritte Rad ist, ohne halt so Technik. Es fährt einfach hinterher. Ja, und hier ist die Box, wo all diese Technik halt zusammen ist. Wir haben hier diese Foto leider nicht zu sehen, aber hier sieht ihr diese rote Hand. Das ist sozusagen das Arm, dann das später, das ist nur ein Prototyp, dann später das Müll aufsammeln kann. Damit das Müll aufsammeln kann. Dankeschön. Jetzt müssen wir das schauen, wie funktioniert das. Und ja, leider. Also die Bilder, die wir sehen, sind einmal hier aus dem Programm Tinkercad, wo wir in dem Editor
uns die Teile rausgesucht haben und bearbeitet haben, die wir für unseren Roboter brauchten. Und dann sieht man daneben nochmal ein Bild aus dem 3D-Drucker, der da hinten auch in der Ecke steht, wie die Sachen dann, die gerade gebaut wurden, gedruckt wurden. Und einmal ist vorne der Greifer aus dem 3D-Drucker und die Kugel hinten, die sozusagen hinterher schleift, weil zwei Räder zu betreiben viel zu viel Energie verbrauchen würde. Und deswegen haben wir da noch die Halterung dafür auch noch aus dem 3D-Drucker gemacht. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es noch welche Frage, Feedback oder so? Vielen Dank, liebe Gruppe. Ich weiß nicht, konnte man das auch auf der Aufzeichnung einmal richtig sehen? Die? Wunderbar. Ihr könnt natürlich auch nachher gerne noch einmal nach vorne kommen und das euch angucken. Ist ja wirklich super lieb, auch super süß einfach aus, dieses kleine Ding. Mir ja fast Lust, Müll runterzuschmeißen. Und total cool, dass ihr es auch geschafft habt, als so eine große Gruppe zusammenzuarbeiten. Und das kann ja auch nicht einfach gewesen sein. Ich weiß zum Beispiel, Osala, du warst zum ersten Mal jetzt auch dabei, hast dich direkt getraut, hier vorne so eine große Rolle in der Präsentation zu übernehmen. Super cool. Wie war es denn für dich und wie war es direkt in so eine super große Gruppe zu kommen? Dankeschön erstmal. Und danach, wenn erstmal ich war hier, ich hatte so viel Angst und Stress. Ich dachte, oh mein Gott, welche... how many people is there? Sind die nicht oder nein? Aber jetzt, ja, ich bin hier und alle Leute waren nett zu mir, zu alle. Und wir waren wie eine Familie und es gibt viele Essen und Snacks. Die Essen war so very, very good. Und die haben wir uns viele Geschenke gegeben. Alles war super. Ich dachte das nicht, das ist so, aber alles war super. Dankeschön für das, die für Jugendhackt und weiterzumachen, mit Cold Welt zu besser machen. Ja, dankeschön. Da habe ich mir die richtige Person rausgesucht. Genau, und wir hatten ganz, ganz viele Jugendliche auch, die dieses Mal auch zum ersten Mal dabei sind, etwas über 50%. Und ich finde es super, dass ihr euch alle getraut habt, hier nach vorne zu kommen, eure Sachen zu präsentieren. Das ist auch nicht so leicht. Ihr seht es aus dem Publikum gar nicht, aber ihr seht ganz schön viele aus. Gar nicht so leicht. Vielen, vielen Dank für euer cooles Projekt. Ich finde es super süß und werde nochmal ein paar Fotos machen. Und beim nächsten Jugendhack lasse ich dann meine NIM2 gleich manchmal fallen und dann wird es aufgesammelt. Vielen Dank. Genau, wir haben natürlich nicht nur programmiert das ganze Wochenende, wir hatten ja auch immer noch so ein bisschen außenrum. Das Wetter war leider nicht die ganze Zeit so schön wie jetzt, aber wenn es schön war, konnte man sich mal schön in den Innenhof setzen, ein bisschen Basketball gespielt und hatten immer schöne Sachen. Und ich habe einmal hier ein paar Impressionen. Genau, hier ist das Reisealpaka, das man auch da schon sieht. Das Alpaka fährt von Event zu Event und ist überall anwesend und wird auch zwischendurch immer gewaschen, keine Sorge. Und es hat natürlich auch kleine Geschwister. Man kann es leider alles nicht so richtig sehen. Das ist schwarz, das liegt leider an Instagram. Hier hatten wir immer den 3D-Drucker, der stand auch da hinten in der Ecke. Und damit konnten wir auch coole Sachen drucken. Dann hatten wir eine M&M-Maschine von unserem Sponsor Denik, die auch wunderbar angekommen ist. Man sieht auch das daran, dass sie schon leer ist. Aber das war ein großer Hit und man hat immer so ein rhythmisches Klackern gehört. Hat man immer gemerkt, dass daran Leute nochmal sich ein paar M&Ms nehmen. Genau, manchmal wurde auch ein bisschen Minecraft gespielt.
Dann wurde aber auch relativ schnell immer wieder gecodet in verschiedensten Programmiersprachen. Und die nächste Gruppe kann sogar auch schon aufbauen, wenn sie möchte übrigens. Hier habe ich ein Video, ich weiß gar nicht, ich sehe meinen Cursor gerade gar nicht. Ah, jetzt, genau, das war jetzt ganz schön kurz. Naja, man kann es, wenn man hier ist, ja auch in echt sehen. Das ist ein Video der Stickmaschine, die dort stand. Die haben wir uns vom Hackerspace FFM ausgeliehen. Und damit hatten wir die Möglichkeit, dass wir so YouTube-Beutel, die wir gekauft haben, individuell besticken können. Und das ist auch Programmieren. Wir haben die HackerInnen-Ethik besprochen. Da gibt es einen Satz drin, dass man auch mit Computern Schönes erschaffen kann. Und Hacken muss nicht immer irgendwie sein, man sitzt mit Kapuze dunkel im Keller. Sondern es kann auch sein, man stickt sich kleine Herzen auf Jutebeutel, weil man diese Maschine programmieren kann. Und da wollte ich euch auch noch mal ein Foto von zeigen. Genau, hier hatten wir dann einmal einen Lightning Talk von unserem Mentor Per darüber, wie man Ziegen hilft. Per hat ein halbes Jahr auf dem Bauernhof gelebt und war Ziegengeburtshelfer und hat uns darüber erzählt. Genau, wir sind natürlich ganz, ganz viele Sachen kann man hier lernen. Und rechts hatten wir gestern Abend Karaoke-Abend, der auch sehr gut angekommen ist. Also wir hatten ein buntes Programm und genau, jetzt habe ich euch hier mal nur so kleine Sachen gezeigt, weil die Aufmerksamkeitsspanne ist wahrscheinlich auch schon sehr niedrig. Und wie das ja heutzutage so ist, meine Mutter sagt auch mal, du guckst zu viel TikTok, ja, du kannst dich auf gar nichts mehr konzentrieren. Dabei schickt sie mir immer die Instagram Reels. Also ich glaube, liebe Eltern, ihr seid wahrscheinlich auch nicht davon ausgenommen. Und da wahrscheinlich unsere Konzentrationsspanne von allen zu kurz ist, hat sich dieses Team zur Aufgabe gesetzt, das einfach als was Positives zu betrachten und zu gucken, wie man uns in ganz kurzem Format dann halt einfach die Infos so zur Verfügung stellen kann. Herzlich willkommen auf der Bühne Anna, David, Dimi, Felix, Liora, Maxi und Sophie. Hallo. Hallo. Einmal kurz Dank an JugendHackt. Und ja, unser Projekt ist WikiInsta. Ja. Das Problem, beziehungsweise die Fragestellung war, Allgemeinwissen ist relativ schwierig zu bekommen. Denn es ist halt extrem viel. Und wie eben schon gesagt, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne ist auch so ein bisschen ein Problem. Aber es kann man auch positiv sehen. Wir haben uns dann überlegt, dass wir eine Web-App programmieren, die, auf der man dann durchswipen kann durch so kurzes Wissen und dann auch noch schöne Bilder zu den Sachen sehen kann. Die Daten und Technologien, die wir dafür verwendet haben. Im Frontend, also das, was am Ende der Benutzer sehen kann, haben wir CSS und Tailwind für das Design verwendet und SvelteKit für allgemeine Strukturen und URLs angewendet. Diese ganzen Daten, die dann auch davor im Frontend angezeigt werden und das Wissen, das man da sich angucken kann, das kommt vom Backend und darüber kann euch was Felix was erzählen. Ja, das Backend funktionierte so, dass das ist, was auf dem Server läuft. Das hat im Frontend über eine REST-API die Daten geschickt über die einzelnen Artikel. Und dieser Artikel hat es hauptsächlich von Wikipedia genommen. Und das erzählt euch jetzt wieder Maxi. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen Algorithmus geschrieben, welcher mithilfe eines Suchbegriffes aus Wikipedia die richtige Seite raussuchen kann. Also, ihr sagt, ich will einen Artikel über die Sonne und er gibt euch eine Zusammenfassung der Sonne mit Titel und einem Bild. Ja. Hallo? Okay, also ich stelle euch jetzt eine Live-Demo vor von unserem Programm.
Also, sieht man es? Ja, also zum Beispiel, hier sieht man so ein bisschen den Bereich, wo man so rumscrollen kann und sich halt Informationen angucken kann, die einen eventuell interessieren könnten. Und wie kann ich jetzt scrollen? Weil hier wird es nicht angezeigt. Nee, hier wird es nicht angezeigt. Sorry. Es klappt nicht. Eigentlich ging das so, aber es klappt gerade nicht. Wir haben Screenshots, falls das nicht funktioniert. Ja, wir haben Screenshots. Also, sorry für meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser. Also, da sieht man zum Beispiel Informationen über James Horner. Und falls man sich weiter für James Horner interessiert, kann man diesen Text eröffnen. Und wenn man sich noch weiter dafür interessiert, kann man es abspeichern. Und man kann es auch an Leute weiterschicken, damit die auch schlauer sind. Okay. Genau. Bei Ausblick und offene Punkte haben wir als erstes, dass wir noch ein paar Bugs fixen müssen in der App. Dazu müssen wir noch das Share-Menü bearbeiten, weil es zurzeit noch nicht funktioniert. Wir wollen noch eine Suche nach Artikeln hinzufügen und Kategorien zum Durchsuchen, damit jeder sein beliebtes Lieblingsthema findet, was einen am meisten interessiert. Genau. Dies ist der QR-Code, den Sie scannen können, um auf den Code von unserer Web-App-Seite so zu gelangen und es mal selber auszuprobieren. Und sonst Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind die Wiki Insta und ja, Dankeschön. Voll schön, vielen Dank. Ich wollte doch immer schon mal mehr über Alpakas wissen. Alpakas sind hier so unser, ich weiß es auch nicht so richtig, irgendwie so vielleicht unser Glückstier bei JugendHackt, Maskottchen, irgendwie sowas. Diese Dinger, die man hier so an den Fenstern sieht, das sollen auch alles Alpakas sein. Genau, ob man es erkennt oder nicht, sei einem selbst überlassen. Genau, auf jeden Fall immer sehr süß. Wie ist es denn so, wir haben ja auch am ersten Tag so ein bisschen über offene Daten geredet und das ist ja auch, was Wikipedia ist, oder? Wie war es denn eigentlich so, damit zu arbeiten? Ja, hallo? Ja. Ich konnte damit arbeiten, aber es war ein bisschen schwierig, weil kaum was dokumentiert wurde. Also ich musste vieles selber herausfinden. Die Mentoren haben mir auch sehr viel dabei geholfen. Ja, also es ging, aber es war schwierig. Und musstet ihr sozusagen immer selber auf jede Wikipedia-Seite klicken und euch das dann so irgendwie so mit Rechtsklick runterladen? Oder wie hat das funktioniert? Na, also wir hatten eine API und also es ist einfach so ein Ding, wo man Informationen anfordern kann. Also man sagt, ich will das und dann gibt er dir das. Also wir haben nicht manuell alles runtergeladen, sondern ein Programm geschrieben, was automatisch die Sachen runterlädt und uns zusammenfasst. Richtig gut. Das klingt ja schon richtig fortgeschritten. Vielen Dank für euer cooles Projekt. Und genau, den QR-Code habt ihr gerade alle schon gesehen, habt ihr auch veröffentlicht. Open Source, Open Data ist ja hier ein wunderbares Vorzeigeprojekt. Vielen, vielen Dank für euer Projekt. Schön, dass ihr da wart. Genau. Und jetzt gebe ich einmal das Mikrofon weiter an meine Kollegin und Chefin Jan Vogt. Jetzt hört man mich, ja? Hi, ja, ich bin Jan, wurde ja schon vorhin erwähnt. Ich bin wie immer hier für den Slot Geld zuständig und werde nach vorne gerufen, um Geld zu betteln. Das mache ich natürlich total gerne, weil Friederike hat es schon so toll erwähnt. Friederike von Franke ist eine unserer UnterstützerInnen vom Verein, von unserer Arbeit im Allgemeinen in Frankfurt, von unserer Jugendarbeit insbesondere. Und
Wir machen diese Programme alle als ehrenamtlicher Verein, wie schon mehrfach gesagt wurde. Wir machen diese Programme quasi nicht gewinnorientiert, wie man sich denken kann. Das ist, fußt ganz viel auf ehrenamtlichem Engagement von sehr vielen Leuten und von einem Team, das auch ein bisschen finanziert wird. Und dafür brauchen wir immer weiter Unterstützung. Wir werden, wie gesagt, schon vom Jugend- und Sozialamt unterstützt, finanziert jedes Jahr. Aber da bleiben immer noch gewisse Lücken. Deswegen an dieser Stelle ein freundlicher Hinweis. Wir freuen uns auch immer sehr über Spenden in jeder Größenordnung oder wenn man Spread the Word, Unternehmen, Organisationen, Stiftungen, die ihr kennt, die sie kennen und sagen, ja, da gibt es ein tolles Projekt in Frankfurt, ist total wichtig, die machen gute Arbeit, die Jugendlichen verbessern hier mit Code die Welt und werden das auch dann wahrscheinlich auch zukünftig in ihrem beruflichen Leben auf die eine oder andere Weise machen. Also hier nochmal ein kleiner Spendenaufruf, genau. Von unserer Seite vielen, vielen Dank, dass Sie und ihr alle hier seid und sind und damit auch euren Support schon mal auf zumindest symbolischer Ebene signalisiert. Und ich habe jetzt so lange das Gleiche im Loop gesagt, damit ihr genug Zeit habt, diesen QR-Code abzuscannen. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag noch. Genau, man kann natürlich, wenn man möchte, auch ganz klassisch am Eingang spenden. Haben wir auch nichts gegen. Oh Gott, ich glaube, ich sollte nicht davor direkt stehen. Genau, sonst kann man bei uns auch noch die wunderbaren Jugendhack-T-Shirts erwerben, mit denen schon manche Jugendliche rumrennen. Genau, das ist einfach gegen eine Spende von 10 Euro, falls ihr oder sie Lust haben, ihr Kind noch eins zu kaufen. Leider stecken ein paar T-Shirt-Größen noch in der Post fest. Das war dann doch nicht so leicht mit dem langen Wochenende. Das heißt, ich glaube, ihr könnt sogar auch Bestellungen aufgeben und wir würden vielleicht sogar noch einzelne T-Shirts nachschicken, falls es wirklich gar nicht anders zu lösen geht. Genau, jetzt haben wir ganz viel über Geld geredet und wir brauchen dann wirklich auch Geld für nächstes Jugendhack. Das ist nämlich alles wirklich gar nicht so günstig. Vor allem, wir waren irgendwie Getränke einkaufen und Essen einkaufen, dann wundert man sich schon über diese Summen, die da zusammenkommen. Und wenn wir nicht kein Geld haben, dann ist Jugendhack nächstes Jahr ein Geist. Und damit hat sich die nächste Gruppe beschäftigt, wie man Geister jagt. Herzlich willkommen, Island of Ghosts. Ferdi, JT, Mori und Nils. Hallo, das ist unsere Präsentation zu Island of Ghosts. Es geht darum, Geister zu jagen und einzufangen. Ich glaube, eure Präsentation müsst ihr noch einmal auf den zweiten Bildschirm rüberschieben oder noch einmal öffnen. Ja. Durchsichtig. So, da kommt eine Präsentation langsam reingeflogen, wie man es auch von Geistern kennt. Ist ja alles hier on brand. In diesem Spiel geht es darum, Geister daran zu hindern, zu fliehen und endgültig zu fangen. Das gelingt durch animierte Ausrüstungsgegenstände und verschiedene Fallen. Hier sind die Bilder einiger Geister, wie sie als Entwürfe gemacht sind. Nämlich drei verschiedene Sorten, die dann im Spiel vorkommen sollen. Und mit diesen Ausrüstungen soll man sie fangen. Einerseits hat man hier den Entwurf eines Saugers und hier drüben eines Elektroschockers, der die Geister daran hindert, sich wegzuteleportieren. Letzteres haben wir von einer Internetseite heruntergeladen, Sketchfab, da wir das nicht selber animieren konnten. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zur Welt. Also in der Welt, das ist eigentlich nur so eine kleine Insel, so wirklich sehr klein mit so ein paar Bäumen, so ein kleiner Wald und einem Haus in der Ecke von der Insel. Und wir brauchen jetzt noch eine Sekunde, da
Wir stellen jetzt gleich Ihnen die VR-Version direkt vor. Ja, wie Sie jetzt sehen, das ist quasi die Insel. Eigentlich sollte es noch wesentlich wesentlich dunkler sein. Es sollte halt Nacht sein, aber das Programm, wo wir es halt drauf haben, funktioniert nicht so ganz. Das konnte jetzt nicht alles dunkler machen und deswegen ist es helligster Tag. Darum sind auch keine Geister definitiv, ja. Nur deswegen. Aber wie Sie sehen, das sollte so ein bisschen PS1-Style sein, weil, wie wir alle wissen, Nostalgie ist gruselig. Und deswegen habe ich das so ein bisschen in PS1-Style gemodelt und... Autsch. und ja, auch teilweise von Sketchfab runtergenommen. Die Bäume zum Beispiel, die habe ich jetzt nicht selbst gemacht, dazu hatten wir nicht die Zeit. Ja, wenn sich jetzt mal umgedreht wird in irgendeine Richtung, ich weiß gerade nicht genau, wo das Haus ist. Bestimmt da ist es. Ja, da kann man an sich auch reingehen, wenn man jetzt das Player-Model zur richtigen Größe anpassen würde und all das. Aber das haben wir jetzt noch nicht so hinbekommen. Wie gesagt, wir haben nicht die richtige Software dafür. Die Computer und die Hardware auch nicht, weil die Computer sind schon ein bisschen älter. Da ist teilweise noch Software von 2014 drauf. Ja. Ja, das war es eigentlich auch schon mit der Insel. Und die Geister und sowas, die müssen dann im Nachhinein noch hinzugefügt werden. Unsere weiteren Pläne waren, einerseits die Objekte natürlich zu programmieren und, was uns mittlerweile gelungen ist, das Spiel VR-kompatibel zu designen. Und das wäre nicht gelungen, hätten wir nicht die Unterstützung der hier genannten Personen, nämlich Liv, Elena, Yannick, der Firma Meso, Pascal, Yannick, Scorpi, dem Medienzentrum Offenbach, der DENIC und allen anderen Teammitgliedern von Jugend Hackt und den anderen Sponsoren. Und denen danken wir für dieses wunderbare Wochenende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir üben immer am zweiten Tag abends die Präsentation. Aber bei euch ist ja noch richtig viel passiert. Gestern Abend wurde uns noch nicht gedankt. Das ist ja super süß. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Sponsoren freut es auch, wenn es mal von euch kommt und nicht immer nur von uns die gleichen drei Sätze. Super schön. Vielen, vielen Dank. Gestern Abend hattet ihr noch gar keine VR-Brille auf. Was ist denn da passiert? Wie kriegt man es denn jetzt überhaupt vom Laptop in die VR-Brille? Ja, das lag daran, wie gesagt, die Hardware hat halt so ein paar Probleme. Wir mussten die ganzen Programme runterladen und dann haben die... Hört man mich? Ja, und dann haben die dann doch nicht funktioniert. Und deswegen hat jetzt einer der Teamleiter... Ich kann mir keine Namen merken, deswegen einmal den Namen reinrufen. Wer war's? Pascal, genau. Darum hat uns der Pascal in einer Internet-Website quasi dieses VR ermöglicht und bereit dann auch gestellt. Konntet ihr dann sozusagen einfach die Bäume, die ihr runtergeladen habt und die Sachen, die ihr selber designt habt, dann einfach so reinziehen oder wie? Ja, das mussten wir im Blender machen. Daher kommen auch all die anderen Modelle und daher kommen auch die anderen Modelle und da konnte man halt auch diese Insel machen, Formen und halt dieses einfach reinkopieren, die Bäume und Häuser und das Haus jetzt. Da hattet ihr, glaube ich, auch zwischendurch mit Blender ein bisschen
Problemchen, das war bestimmt schwierig, aber war es trotzdem lernbar? Also würdet ihr sagen, das können auch andere Teams bei Jugendhack gut nochmal ausprobieren? Ja, also es müsste zu lernen sein, wenn man jemanden hat, der ein bisschen Erfahrung hat und es einem erklären kann, dann müsste man es hinkriegen. Das also es ist auf jeden Fall lohnenswert, weil man viele verschiedene Tools hat. Das ist doch super. Wunderbar. Dann gebe ich das fürs nächste Jugendhack, wo ich bin, genauso weiter. Vielen Dank für eure schöne Präsentation. Ich bin gespannt, auch mal eure VR-Brille aufzusetzen. Ja, hallo, ich darf auch nochmal. Das war jetzt sehr schön. Ich musste mir gerade so ein kleines Tränchen sogar wegwischen, weil ich das so süß fand mit den Dankesagungen. deswegen mache ich das so gern und deswegen freue ich mich auch im Oktober wieder das Festival stattfinden zu lassen, was dieses Jahr auch so ein bisschen angelehnt an den Jugendhackt-Style sein wird. Also wir versuchen so in Richtung Hackathon auch ein bisschen zu gehen, aber ein bisschen mehr verbunden auch mit Kunst und Kultur. Genau, und da freue ich mich ganz doll drauf. Wenn alles gut geht, findet das vom 21. bis 25. Oktober statt. Das können Sie sich alle schon mal aufschreiben. Und gerne unserem Newsletter beitreten. Das finden Sie auf dieser schönen Website, die da unten steht. Dann kriegen Sie nämlich immer alle News und alle Events, die so stattfinden, aus erster Hand und verpassen auch keine Anmeldephase. Wir hatten nämlich wirklich super viele Anmeldungen dieses Jahr sogar noch. Nach Schluss der Anmeldung. Also wir hätten hier auch für 80 TeilnehmerInnen wahrscheinlich was machen können. Genau. Ja, deswegen gerne. Wir freuen uns, wenn ihr Jugendlichen auch alle wiederkommt. Das ist halt in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob das für die weit Angereisten so gut ist, aber vielleicht wird es ja auch mit Übernachtung. Wir gucken noch. Es ist noch in Planung. Es ist noch nicht so konkret. Aber es wird bestimmt ganz toll. Und auch die MentorInnen, wenn ihr nochmal mitmachen wollt, wir freuen uns immer, euch dabei zu haben. Save the date! Genau, und vielleicht kann dafür die nächste Gruppe auch ein bisschen helfen, denn sie haben was Cooles hergestellt zum Coding lernen und vielleicht ist das ja als Vorbereitung für das nächste Event total praktisch. Herzlich willkommen, Ben, Erik, Eva, Julian, Matja und Phineas. Hallo, also unser Projekt heißt QualiCode und der Name kommt von der Qualle und also von dem Tier und von Qualität, weil wir wahrscheinlich für viel Qualität sorgen. Und das ist von mir, ich heiße Eva. Ben, Erik, Mattia, Phineas und Julian. Genau. Also unsere allgemeine Fragestellung war, dass viele Jugendliche und Kinder anfangen wollen zu programmieren und nicht wirklich die Chance dazu haben und nicht wirklich wissen, wie sie anfangen können. Vor allem, wenn man keinen Informatikunterricht in der Schule angeboten bekommt. Oder da, wenn schon, kommt man manchmal vielleicht auch nicht mehr mit. Und deswegen ist es ist unsere Website eine Möglichkeit, ein eigenes Lerntempo zu finden, um mit Programmieren zu lernen. Und ja, ist außerhalb der Schule. Und ja, unser Endprodukt ist halt einfach eine Webseite, die zum Einstieg in die Programmierwelt helfen soll. Und ich und Julian sind aus dem Design-Team und unser allgemeines Thema war Unterwasserleben und wir haben es so gemacht, dass wir das möglichst interaktiv gestaltet haben und dass es halt ansprechend für Jugendliche und Kinder ist. Und genau, wir haben eine Farbpalette, Lavender Rose und Hellblau. Genau, das werdet ihr auch gleich sehen. Das ist auf der Hauptwebsite als Hintergrundbild. Und das haben wir selbst gemalt. Und das sind unsere Charakter, die einem so helfen soll. Also wir hatten es so gedacht, dass sie einfach so mit
mit Hilfe von Sprechblasen einfach die Aufgabenstellungen vorsagen sollen und dann auch so sagen sollen, ob es richtig war oder nicht. Also der Traurige ist, wenn man was falsch gemacht hat und der Fröhliche, wenn man was richtig gemacht hat. Genau, das war ich. Also für die Daten und Technologien brauchten wir erstmal HTML und CSS, um die Grundstruktur der Website zu bauen. Auf unserer Programmiertrainer-Website erklären wir zum Beispiel selbst, dass HTML das Skelett einer Website ist. CSS wäre dann der Körper, weil es für Stylen ist. Und JavaScript wären dann zum Beispiel die Muskeln, weil es für eine Logik ist, wenn man zum Beispiel auf einen Knopf drückt oder sowas. Ja, die vordere Seite, also das Frontend, wo der User arbeitet, ist natürlich die eine Seite. Die andere Seite ist das sogenannte Backend. Dort haben wir zum Beispiel unsere Datenbank mit den Benutzern. Es ist nämlich so, dass man sich anmeldet auf dieser Webseite, also erst registriert man sich natürlich, damit der Spielstand gespeichert bleibt, weil es wäre so ein bisschen semi-sinnvoll, wenn man jedes Mal, wenn man auf die Webseite geht, wieder von vorne anfangen müsste. Das wird dann auch nicht so viel Spaß machen. Deshalb haben wir da das Datenbanksystem MySQL verwendet, um dort die Sachen drin zu speichern, um da den ganzen Zugriff drauf zu verwalten und auch damit zu interagieren, haben wir dann die Sprache PHP verwendet, mit der wir auch die meiste Logik der Webseite gebaut haben. Ja, genau, jetzt werden wir eine Live-Demo von der Webseite machen. Also genau, das hier ist die Startseite der Webseite. So sieht das aus, wenn man die Webseite betreten wird. Dann registriert man sich hier erstmal. Ich nehme jetzt hier beispielhaft mal irgendeinen Benutzername. Zum Beispiel nehmen wir hier mal, ich nehme jetzt hier, keine Ahnung, Jugend hackt. So, und als Passwort nehmen wir jetzt höchst sicher 123 und haben uns hier erstmal angemeldet. So, jetzt müssen wir uns einmal nochmal einloggen. Wir hatten ja Jugend hackt mit dem höchst sicheren Passwort 123. Dann haben wir uns hier einmal angemeldet. Jetzt sehen wir auch schon, dass wir hier oben angemeldet sind. Hier steht Jugend hackt. Dann haben wir hier ein Level, das ist halt noch null, weil wir bisher nichts bearbeitet haben. Wir können uns hier jederzeit ausloggen, falls wir nicht mehr weitermachen wollen. Aber der Spielplan bleibt trotzdem gespeichert. Und können hier direkt zur Levelübersicht gehen. Die sieht wie folgt aus. Hier sehen wir unsere ganzen verschiedenen Level. Und ich würde jetzt mal sagen, wir demonstrieren erstmal Level 1. Das heißt, ich klicke hier drauf. Na, scheiß Touchpad. So. Hier, die erste Aufgabe wäre jetzt hier zum Beispiel, was sind Tags? Tags sind natürlich die Grundstruktur von HTML, für die, die es wissen, für die anderen wissen es jetzt. Hier haben wir zum Beispiel so eine kleine Erklärung. Ein Tag wird so geschrieben, hier haben wir jetzt einen Beispiel-Tag namens Test, hier irgendwas reingeschrieben und Test. Dann haben wir hier eine Aufgabe, die ist, schreibe anhand eines Test-Tags einen H1-Tag in Body. Das heißt, hier haben wir jetzt schon die Grundstruktur der Webseite vorgedruckt, damit man hier halt nicht mehr so viel machen kann. Und dann könnte man hier jetzt seinen Code reinschreiben. Ich habe das jetzt einmal so gemacht, habe ich schon eine Zwischenablage gehabt, damit ich jetzt nicht doof rumtippen muss. Aber kann man jetzt einmal auf Ausführen tippen. Dann sieht man hier jetzt schon noch auf der Seite, was der Code macht. Und jetzt können wir einmal überprüfen, ob dieser Code richtig ist. Und er ist falsch, warum auch immer er jetzt falsch ist. Aber hier würde jetzt die Webseite überprüfen, ob der Code richtig ist. Wahrscheinlich ist wieder so ein Leerzeichenfehler. Es sind nämlich noch ein paar Bugs in der Überprüfung, die wollten wir noch fixen, aber da war jetzt zeitlich ein bisschen das Problem. Aber im Grunde würde die Webseite einem jetzt sagen, ob man alles richtig gemacht hat und so könnte man sich halt gut direkt überprüfen, ob man es verstanden hat. Also als Ausblick, wir wollen die Passwörter in der Datenbank verschlüsseln, sodass wir oder Leute, die Zugriff zur Datenbank haben, die Passwörter von den bestimmten Benutzern nicht anschauen können und dass man weitere Programmiersprachen lernen kann und somit weitere Level freischalten. Dies war unsere Präsentation über unsere Webseite Qualicode. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und gibt es noch Fragen oder Ähnliches? Glaube ich, noch eine Frage. Als erstes wollte ich aber, glaube ich, einmal im Namen des ganzen Publikums sagen,
Voll gut, dass ihr einmal erklärt habt, wie genau HTML, CSS und JavaScript zusammen funktionieren. Ich habe schon ein paar verwirrte Gesichter vielleicht gesehen. Und ich glaube, es war eine sehr gute Idee, das einmal so zu erklären. Konntet ihr denn vorher schon HTML oder habt ihr es auch so nebenbei gelernt, während ihr das für andere geschrieben habt? Die meisten konnten HTML vorher schon, nicht alle, aber die allermeisten konnten es vorher schon, ja. Und ist es denn kompliziert? HTML ist eigentlich relativ einfach, nur das Backend war für viele ziemlich kompliziert, deswegen ist es halt nicht perfekt geworden, weil nicht viele Leute dran gearbeitet haben, nur einer, um genau zu sagen, deswegen... Also war es eigentlich schwer, dass wenn man selber das Links oder wenn man selber es hintippt, dass man dann diese Vorschau auch sehen kann, das war dann schwierig? Also im Grundsatz ist HTML an sich sehr einfach. Wenn man einfach nur einfache Webseiten gestalten will, wo erstmal was steht und keine Interaktion vorherrscht, ist es wirklich sehr einfach. Es gibt da wenige wichtige Befehle, die man halt können muss, so wie es halt in jeder Sprache ist. Und mit denen kann man dann halt das Wichtigste der Webseite zusammenbauen. Und es ist so, was auch noch recht einfach ist, das Design der Webseite mit CSS. Da muss man halt ein bisschen mehr können. Aber es ist auch noch so, dass man es recht einfach lernen kann. Der schwierige Part an der Sache ist halt, wenn man Interaktion hinzufügen will. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal JavaScript, kleinseitige Operationen. Also das sind Sachen, die direkt auf dem Computer ausgeführt werden, der die Webseite anschaut. Und dann gibt es die andere Möglichkeit, das sind serverseitige Sachen, wie zum Beispiel Datenbanken, die direkt auf dem Server ausgeführt werden, wo halt... die Webseite drauf legt. Das mit den clientseitigen Interaktionen sind noch, also schon schwieriger, das Level steigt halt immer an, aber noch so, dass man es halbwegs gut lernen kann, aber im Backend wird es halt dann schon wirklich recht schwierig. Dafür finde ich aber, habt ihr es super, super gut gemacht und dass man es auch direkt so durchklicken könnte. Wirklich super cool. Ihr habt ja auch echt viel selber designt. Habt ihr das digital gezeichnet? Ja, also ich und Julian haben auf iPads gearbeitet und natürlich haben wir auch ein bisschen Inspiration aus dem Internet geholt, aber eigentlich schon Credit an uns. Ja, richtig cool. Genau, und das ist auch genau das, was wir versuchen zu unterstützen, irgendwie in alle Richtungen kreativ zu werden, ob es Zeichnen ist, ob es Sticken ist, ob es 3D-Druck ist, ob es Programmieren ist, ob es, weiß ich nicht, leckeres Essen kochen ist. Also wir finden es besonders schön, wenn unsere Teilnehmerinnen so alles so ein bisschen machen und ich finde, das hat richtig gut funktioniert. Vielen, vielen Dank für eure tolle Präsentation. Genau, und wir wollten uns auch einfach nochmal bei euch Jugendlichen und TeilnehmerInnen bedanken. Ihr wart alle so, so lieb und entspannt und sogar auch pünktlich, womit wir auch ehrlich gesagt nicht gerechnet haben. Wart irgendwie total aufgeschlossen. Ihr habt immer allen geholfen. Ständig stand jemand davon und so, oh, die Wasserkaraffe in meinem Team ist fast leer. Ich wollte sie nochmal auffüllen. Und ihr wart irgendwie einfach alle richtig toll. Ihr habt gegenseitig eure Ideen respektiert. Ich habe das Gefühl, es ist eine super angenehme Atmosphäre für alle gewesen. Ich habe wirklich fast gar nichts Negatives mitbekommen. Und wenn, war es so, warum habt ihr nicht mehr Gummibärchen gekauft? Also es war wirklich, ich hatte es glaube ich noch nie, dass ich das Gefühl habe, es ist so harmonisch und es ist so toll und so eine angenehme Lernatmosphäre. Ich weiß nicht, ob ich eure ganzen Namen sehen kann, vorlesen kann, aber ich glaube, ihr findet euren Namen da und ihr wart alle super toll. Ich hätte auch noch 5 Tage Jugendhack mit euch machen können und ich würde mich total freuen, euch alle nächstes Jahr wiederzusehen. Und genau, wenn die Eltern oder die anderen im Raum jetzt denken, oh, das kann nicht mein Kind gewesen sein, zu Hause ist es doch irgendwie ein bisschen anders. Die Person wäscht nie die Teller ab oder räumt den Geschirrspüler aus. Ich glaube, das würde meine Mutter über mich sagen. Damit beschäftigt sich dann nämlich jetzt schon die nächste Gruppe. Die beschäftigt sich damit, wie man Haushaltsaufgaben fairer aufteilen kann. Herzlich willkommen Fantastic und Ile, Juanse, Lea, Lina, Marie und Nora.
Genau, last but not least. Ich werde euch versprechen, alle Eltern werden uns danach lieben. Wir sind Fantastic. Einfach fantastisch! Das hat super geklappt, danke. Einfach mal jeder, der ein Geschwister, ein Bruder, eine Schwester hat, sich melden, weil ihr kennt es ganz sicherlich, dass ihr euch streitet, wer öfters den Müll rausbringt oder die Geschirrspülmaschine ausräumt. Wir haben die perfekte Lösung für euch. Ganz genau, wir haben ein kompetitives Spiel programmiert, einfach um diese Streitigkeiten bezüglich Haushaltsaufgaben ein bisschen zu vermeiden. Genau, der Administrator kann eine Familie erstellen, auch die Task da eingeben. Genau, und man sammelt Punkte, um Jokers zu kaufen. Mit einem Joker kannst du einfach eine Aufgabe einfach an eine andere Person weitergeben. Wir dachten, wenn das Spiel so kompetitiv ist, ich glaube, man hat mehr Lust drauf, es einfach macht mehr Spaß. Das ist unser Logo, by the way, auch von uns designt. Genau, Juanzi, was haben wir eigentlich dafür benutzt? Ja, also erstmal, das ist eine ganz tolle Idee. Das Ding dabei ist halt, jetzt diese Idee umzusetzen. Dafür haben wir uns halt wirklich in kleine Gruppen aufgeteilt oder ja, halt eben entschieden, wer was jetzt macht, um das auch am Ende zusammenfügen zu können. Und zwar erstmal für den Frontend, was auch hier, glaube ich, schon gut erklärt wurde, was es ist, haben wir halt HTML, JavaScript und CSS benutzt für die jeweiligen halt Funktionen. Und für den Server halt, da wo die Daten halt gespeichert werden, wo die Aktivitäten, die man machen muss, auch gespeichert werden, haben wir halt eine MySQL-Datenbank genutzt und halt auch JavaScript für den Server halt benutzt, damit es auch, damit man sich mit der Datenbank auch kommunizieren kann. Dabei gab es halt natürlich auch Probleme, aber ja, von denen reden wir später. Jetzt sehen wir erstmal so eine Live-Demo, die wir hier vorbereitet haben. Ich muss einmal ganz kurz von der Präsentation raus. Das zeigt euch jetzt Lina. Das ist gemietet. So. Ja, einmal zeigen wir euch, wie das Spiel genau funktioniert. Und zwar einmal muss man, also am Anfang muss man sich erstmal registrieren und entweder gründet man eine ganz neue Familie, also als Familiengründer, oder man kann sich auch an einer Gruppe teilnehmen, also quasi an einer Familie. Und wir melden uns mal mit einem Testprofil an. Wir haben auch implementiert, dass man einfach ein Geburtsdatum eingeben kann. Dann hat man halt dann seinen Geburtstag frei und muss keine Aufgaben machen. Genau. Wenn man sich hier anmeldet, dann sieht man direkt unsere Website. Das sieht ein bisschen leer aus, aber wenn man jetzt zu den Aufgaben geht, dann hat man quasi alle Aufgaben, die man heute noch erledigen muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Müll rausbringt, kann man hier abpacken und das geht quasi weg und dann kann man die Punkte sammeln. Und das Tolle an diesem Spiel ist, dass man mit den Punkten auch diese Jokers kaufen kann. Wenn man sich zum Beispiel, wenn man einen Joker für 100 Diamanten kauft, dann hat man einen Tag frei von Haushaltsaufgaben. Eben 2 Tage oder 5 Tage. Und den letzten Joker haben wir uns überlegt, ob wir das machen oder nicht, weil da kann man an jemand anderen die Haushaltsaufgaben so komplett weitergeben. Wir hoffen nur, dass da kein ein neuer Streit entsteht. Ja. Jetzt machen wir einmal mit der nächsten Folie weiter. Natürlich gab es auch viele Herausforderungen. Zum Beispiel, die meisten von uns hatten nicht so viele Skills im Programmieren, HTML. Wir wussten nicht wirklich, dass das ist, aber Juanzis Crashkurs für eine Stunde hat uns sehr viel beigebracht. Achso, danke nochmal an ihn. Und mit der Präsentation wurde es dann nach 7 Stunden Arbeit, die sich plötzlich irgendwann einfach so gelöscht hat, und wir mussten komplett von neu anfangen. Das war dann nicht so toll. Aber durch den Zeitdruck hat es ein bisschen schwerer gemacht. In 2 Tagen eine ganze Website oder eine ganze App zu erstellen, ist ja ein bisschen kompliziert. Deswegen hatten wir eigentlich noch mehr Ideen und sowas.
Aber durch deine Herausforderungen haben wir auch sehr viel gelernt und das sagt Marie jetzt. Also wir haben, zum Glück hatten wir Juanzi in unserer Gruppe, weil er hat uns am Anfang einen Crashkurs in HTML, CSS und JavaScript gegeben, auf dem wir dann auch die Website aufgebaut haben. Wir haben gelernt, dass man alles speichern sollte, weil, ja, dass immer die Teamarbeit wichtig ist, weil wenn man alleine arbeitet, dann macht jeder für sich und das macht dann auch keinen Spaß und es ist viel zu viel Arbeit dann auch. Und ohne Struktur ist auch kein Projekt da, weil jedes Projekt hat irgendeine Struktur. So, was fanden wir besonders cool? Auf jeden Fall die Snacks waren total der Lifesaver, ehrlich gesagt. Auch diese Gummibärchen. Es gab so Regenbogen, vegane Gummibärchen, die waren so krass. Die Mentees natürlich, nochmal vielen, vielen Dank an alle und Special Thanks an unsere Mentees. Da ist Lisa, Franzi und Max, sehe ich gerade nicht, aber... Also aber trotzdem schade. Vielen, vielen Dank, dass ihr die ganze Zeit bei uns wart, wirklich. Natürlich die Musik. Juanzi und ich sind Latinos und wir haben uns, wir haben einfach wirklich stundenlang Latino-Musik gehört. Es hat uns einfach sehr motiviert, hat irgendwie Stimmung gebracht und einfach gute Laune. Und natürlich, allerwichtigste, die Gruppe. Ich glaube, wir haben alle mega gut zusammengearbeitet. Wirklich so eine schöne Gruppe, einfach so schöne Connections. Wir hatten gar keinen Streit. Alle haben dazu was gemacht. Alle haben ihre Skills hier reingebracht. Und das war echt, echt cool mit euch. Nochmal einen Applaus für die Gruppe erstmal, also für uns. Hey. Wie gesagt, hatten wir eigentlich auch weitere Ideen, die wir dann leider nicht umsetzen konnten, weil wegen dem Zeitdruck und so. Wir hatten eigentlich vor, dass wir Bestrafungen einbauen. Das heißt, zum Beispiel, wenn man einen neuen Hund bekommt und man muss den jeden Tag bis 15 Uhr rausbringen, sonst pisst er auf den Teppich oder so. Und da muss man natürlich, wenn man das nicht gemacht hat bis 15 Uhr, muss man dann zum Beispiel, ich weiß nicht, noch mehr zwei Aufgaben dazu bekommen oder... Achso, sorry, ja, Minuspunkte. Ja, man bekommt Minuspunkte, wenn man das nicht gemacht hat. Und wir hatten eigentlich auch vor, zu jeder Task, so dass man die Punkte selbst verteilen kann, zum Beispiel Geschirrspüler ausspülen, rausbringen. Ja, kostet zum Beispiel nur so 5 Punkte, aber eine andere Aufgabe kostet 10 Punkte. Eigentlich hatten wir es auch vor. Genau, auch einfach halt viel an mit den Jokers, also dass es verschiedene Jokers gibt. Das kann man halt noch viel, viel mehr erweitern. Wir wollten auch Avatars machen, also dass man so einen kleinen Avatar hat und einfach diese Profiländerung. Aber naja, 3 Tage ist jetzt nicht so krass, um so eine krasse Website zu machen. Aber ich glaube, wir haben schon einen guten Job gemacht eigentlich. Nochmal vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind fantastic. Ich glaube, ihr habt auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Ich glaube, es ist gar kein Zweifel dran. Richtig krass auch, dass ihr einfach eine funktionierende Website hat, wo man irgendwie rumklicken kann. Ich habe auch als Teilnehmerin 3 Jahre bei Jugendhack mitgemacht und ich hatte, glaube ich, sehr selten am Ende irgendwas, wo man wirklich rumklicken konnte. Also größten Respekt an euch. Was habt ihr denn bei Jugendhack gemacht, was ihr vorher noch nie gemacht habt? Gab es irgendwas, das ihr zum allerersten Mal ausprobiert habt? Ja, also bei mir war das tatsächlich so, ich habe eher Erfahrungen jetzt mit Datenbanken und mit PHP als Sprache und kannte mich damit schon aus. Allerdings hatten wir halt hier nicht so viel Zeit und daher habe ich mich halt entschieden, den Backend anders zu designen, wobei ich halt auch sämtliche Probleme hatte und musste dann also quasi mir nochmal selber beibringen, wie ich das auf eine andere Art und Weise mache und vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher. Und es hat mir sehr viel Zeit gekostet, aber ja, also hat am Ende noch funktioniert und ja. Und der Rest, wie war es bei euch? Genau, also die Sache ist, ich glaube, Juanzi war jetzt der am meisten wusste und der hat uns auch alle was beigebracht. Wie gesagt, er hat auch so ein kleines HTML-Kurs, Crash-Kurs gemacht, was ich ganz süß fand, weil er hat sich wirklich die Zeit genommen, es uns zu erklären. Genau, immer alles speichern, bitte. Also ich habe 4 Stunden lang an diese Präsentation gearbeitet, alles designt, alles schön und auf einmal war die weg. Und das war, aber genau, also ich glaube halt einfach, alle haben jetzt ein bisschen vom Webdesign gelernt und
ehrlich gesagt, die Website sah jetzt ganz gut aus, die funktioniert auch, man kann da drum klicken. Und ja, haben wir irgendwelche Elternteile überzeugt? Einfach Hände hoch, will ich nur sehen. Ja, okay, okay, yes. Dankeschön. Das Mikro wurde noch weitergegeben. Wolltest du doch was sagen? Genau, also ich schließe mich nur unserer Gruppe an. Ich habe so viel gelernt, was an Programmieren, also Programmieren angeht. Und ja, also das war mein großes erstes Projekt, wo ich mit so vielen anderen Jugendlichen an so einem großen Projekt gearbeitet habe. Ja, aber es war so tolle Zeit und habe auch sehr viel mitgenommen, würde ich sagen. Das ist doch. Darf ich wieder reden? Das hören wir auf jeden Fall sehr gerne. Ich habe noch eine wichtige Frage, die für mich relevant ist. Wenn Leute einen Joker abgeben, darf die Person sich dann wehren dagegen? Also darf man es weitergeben? Ah, blöd, so ist so wie bei UNO, man kann nicht so plus vier aufeinanderlegen, oder? Deswegen will man ja viele Aufgaben machen, um einfach viele Jokers zu haben und dann erledigt man die Aufgaben schneller und man macht die auch. Also ich glaube, das war halt das ganze Punkt so am Kompetitiv so. Und ja, genau. Oder es kann einfach sein, die Person, die einen Joker hat, benutzt einfach den Joker und gibt es weiter und es ist so ein ganzer Zyklus irgendwie, kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, genau. Gut, dann will ich mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja bei uns zu Hause ganz gut. Mal sehen. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Genau, das war jetzt auch schon leider unsere letzte Gruppe. Ich sehe hier, ich habe schon fast eine Stunde 24 geredet. Trotzdem möchte ich aber nochmal die Zeit nehmen, dass wir uns explizit bei den MentorInnen, oh Gott, hinten ist irgendwas runtergefallen, dass wir uns explizit bei den MentorInnen bedanken. Die haben sich so viel Zeit genommen, die haben im Vorfeld super viel Arbeit gemacht, sind zu unserer pädagogischen Schulung gekommen, sind ins Rathaus gelaufen, um sich ein erweitertes Führungszeugnis abzuholen, haben E-Mails mit uns geschrieben, haben wirklich total viel Energie und Zeit hier reingesteckt. Und wir sind unglaublich glücklich, dass wir euch haben und dass manche von euch über Jahre hinweg immer wieder kommen. Manche von euch haben super lange Anreisewege, sind heute Abend irgendwie erst um 11 zu Hause, müssen morgen wieder arbeiten. Wir sind wirklich super, super glücklich, dass es euch gibt und dass ihr so eine tolle Atmosphäre geschaffen habt für unsere Jugendlichen und für uns auch. Ihr habt es uns sehr leicht gemacht als Team irgendwie. Das war auch einfach ein totaler Luxus, euch zu haben und so viele von euch zu haben und dass ihr einfach irgendwie funktioniert habt. Es gab gar kein Drama zwischen euch. Ihr wart auch fast immer pünktlich. Die Jugendlichen waren ehrlich gesagt oft pünktlicher. Aber ihr habt es uns einfach zu einem super, super entspannten Projekt für uns gemacht. Und deshalb wollen wir uns ganz herzlich bei Gregor, Julia, Felix, Johanna, Franzi, Scorpi, Ben, Yuki, Edgar, Mo, Timo, Braid, Pascal, Jaden, Ambrose, Max, Oliver, Vin, Noah, Lisa, Per, Mitja wurde leider krank, Anna, dem CCC, FFM und vor allem auch dem VOG mit Kunzi und Sophie bedanken, die die Kamera die ganze Zeit gemacht haben, die aber auch gezeigt haben, wie man ein Mikrofon richtig hält. Bei denen wollen wir uns einmal mit einem ganz großen Applaus bedanken. Genau, und dann in unserem erweiterten Team hatten wir noch Aline und Hanna, die nachts auf die Jugendlichen die saßen unten und waren AnsprechpartnerInnen und haben Zimmernummern verraten und Zahnpasta ausgeteilt, falls welche vergessen wurde und waren die ganze Nacht wach. Dann haben wir mich, Jan, Anna, die auch ganz viel in der Küche standen, Ellie, Nathalie, die auch im Wellness-Team war und viel rumgerankt ist, Yannick, der irgendwie auch von allem einen Plan hatte, Nina aus Berlin von Jugendhack, Elle, die ganz viele Fotos gestern gemacht hat, Felix, der den Infodesk betreut hat und auch noch pädagogische Ansprechperson war, Rainer, den Infodesk auch, aber vor allem Technikdesk hinten gemacht hat, Sascha, der auch im Awareness-Team war, Kami, die irgendwie überall immer
bereit war, dass man ihr Aufgaben zuschiebt. Andrea, die vor allem gestern ein sehr süßes Baby mitgebracht hat und immer irgendwie da war. Noah, der ganz viel Infodesk-Schichten geschoben hat und mitgetragen und vor allem Basketball viel mitgespielt mit den Jugendlichen. Max, der mit Anna in der Küche stand und Basti fürs Foto machen. Ihr seid ein wunderbares Team. Genau, wenn ihr jetzt nach 3 Tagen Jugendhackt sagt, ihr habt morgen Jugendhackt in Zug und ihr müsst jetzt schon wissen, was ihr als nächstes macht, ist Jugendhackt Frankfurt natürlich nicht das einzige Event, sondern es gibt in diesem Jahr, ich glaube, noch 6 andere Events, die schon bekannt sind. Ich habe euch hier einmal 4 Daten aufgeschrieben. Die Anmeldung in Zürich ist natürlich ein bisschen weiter weg, aber vielleicht kann man einen kleinen Familienurlaub draus machen. Die Anmeldung in Zürich läuft noch bis zum 31. Mai und das Event ist vom 14. bis zum 16. Juni. Das findet man genauso, wie man sich bei uns angemeldet hat, auch für alle diese Events schon. Mannheim ist natürlich auch gar nicht so weit weg. Das ist vom 19. bis zum 21. Juli. Köln ist ja auch nicht so weit weg, 6. bis 8. September. Und Berlin, sozusagen der Geburtsort von Jugendhackt, die machen dieses Jahr etwas neues Format. Die machen 4 Tage Jugendhackt im Oktober. Auch schon total gespannt. Also Jugendhackt geht immer irgendwie weiter, immer in anderen Städten. Und genau, vielleicht sieht man ja ein oder anderes Gesicht bei den anderen Events. Genau, die Projekte findet ihr alle auch im Nachhinein auf jugendhackt.org/projekte. Der Livestream hat leider zwischendurch irgendwie nicht funktioniert. Das ist aber gar kein Drama. Wir haben es alles aufgezeichnet und werden es im Nachhinein veröffentlichen. Und dann kann man das gut über WhatsApp an Verwandte schicken oder an LehrerInnen oder alle, die diesmal zugucken sollten. Und genau, man kann natürlich auch über uns auf Instagram oder Twitter oder Mastodon schreiben unter diesen Hashtags, falls man das möchte. Und genau, kann alle coolen Projekte teilen. Würden wir uns sehr freuen. Und das war's auch eigentlich schon. Wir sind total froh, dass so viele von euch heute gekommen sind. Könnt auch gerne einfach noch ein bisschen hier bleiben, ein bisschen die gute Stimmung genießen. Ich glaube, wir haben auch noch ganz viel Essen und Snacks. Genau, und wir würden uns freuen, noch ein bisschen mit euch ins Gespräch zu kommen, ein paar T-Shirts zu verkaufen, noch ein paar Sticker loszuwerden. Die Sonne ist ja auch irgendwie gerade draußen. Würden wir uns freuen, einfach noch ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Und genau, dann geht es auch irgendwann schon ans Aufräumen, aber jetzt als erstes kann man ja noch ein bisschen Spaß haben. Und dann freuen wir uns, euch nächstes Jahr wieder zu begrüßen, oder nicht? Wir teilen gleich noch eine Stunde. Achso, wir teilen gleich noch eine Runde Stangeneis aus. Genau. Ich und Jan waren in der Metro einkaufen, haben 200 Stück gekauft. Ich glaube, das sollte dann auch reichen. Genau, super schön, dass ihr alle da wart und ich finde, ihr könnt super stolz sein auf die Personen, die hier vorne standen. Wir sind es total und wir sind super happy, wie das Wochenende gelaufen ist. Und ich glaube, ihr könnt das auch alle sein. Und vielen Dank fürs Vertrauen, dass ihr die hier hingeschickt habt. Und vielen Dank an euch, dass ihr mitgemacht habt und euch getraut habt. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr. Und wir schicken euch noch die ganzen Fotos im Nachhinein, dass ihr Jugendhackt-Fieber auch nicht vergesst. Bis dann! Kommt rein.